Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die neuen Spiegel vorstellen von der ZIP. Was soll ich dazu sagen? Ich hätte mir normalerweise niemals im Leben für einen Roller so eine Spiegel gekauft. Von der Seite die Sturzbügel in Verbindung mit dem verchromten Gepäckträger hinten. Und jetzt diesen Spiegel, es passt einfach wie die Faust aufs Auge, Leute. Was mich so ein bisschen stört, ist der vordere Gepäckträger, den ich übrigens gekürzt habe, wie man hier sehen kann. Der obere Bügel, der vor die Scheinwerfer ging, den habe ich jetzt abgeflext. Zinkspray und schwarzem Lack bin ich drüber, damit hier keine Rostnasen sich nach unten ziehen, und habe jetzt einfach zwei Blindstopfen drauf gemacht, zwei schwarze. Das sieht wirklich so aus, als ob das schon immer so war, als ob das von Werk aus so kommt. Somit sind wir hier auf der sicheren Seite und der Scheinwerfer kann wieder ordentlich nach außen leuchten, ohne dass es hier irgendwie das Licht ablenkt, und die Polizei kann euch jetzt auch nichts mehr, weil das Licht hier nicht manipuliert wird. Er ist leider schwarz, was mich übelst stört. Also jetzt stört es mich übelst. Das ist so ein ganz komischer, dicker Lack. Ich weiß nicht, ist das pulverbeschichtet oder wie? Ich denke mal, das hier zu entlacken und dann verchromen zu lassen, wäre richtig teuer. Würde sich wahrscheinlich einfach nicht lohnen. Eventuell die Griffe mal austauschen durch neue, also jetzt nicht durch andere Griffe, aber einfach durch neue Griffe. Den Sitz möchte ich auf jeden Fall vom Sattler beziehen lassen, allerdings erst, wenn ich die Sache mit dem Motorradführerschein hinter mir habe, weil das wirklich Geld kostet, was aktuell echt nicht sein muss, und das kostet schon ein bisschen mehr. Aber den möchte ich auf jeden Fall noch neu machen. Geht das hier in diesen ganz kleinen Rahmen? Geht das oder ist das zu dünn? Das geht, glaube ich. Gummikappe weg. Eine Sache, die mir heute aufgefallen ist, seitdem ich die Spiegel hier anmontiert habe, an dem Roller. Leute, ich werde so oft angeguckt und angelächelt von Leuten in meinem Alter und auch von älteren Herren. Gerade vorhin hat mich ein Opi angelächelt, wo er den Roller gesehen hat, mit den Spiegeln und dem Bling Bling. Also, der Roller macht optisch wirklich Eindruck und positiven Eindruck. Die Leute lächeln, wenn sie den Roller sehen. Jetzt will ich mal eine andere Position austesten. Wo könnten wir hier noch eine Kamera befestigen? Handschuh kurz ausstehen, ziehen. So, dann geht's einfach. Wo könnte man die jetzt noch anschrauben? Boah, an den Stoßdämpfer könnten wir es machen. Geht das an den Stoßdämpfer? Nur kurz mal. This is a test. Oder hier? Hier würde das auch gehen. Hier ist es nicht direkt an der Gabel vorne vielleicht. Hier ist es vielleicht besser. Boah, das ist wie, als ob das dafür gemacht ist, hier eine Kamera zu befestigen. So. Wenn ich das hier hin mache, schön festdrehen. Hello, my name is Infi. Infi with the E. Nein, hör auf zu meckern! Also diese Schelle hier, die ist echt genial. Muss man einfach mal sagen. So, wenn ich die jetzt hier so hinmache, dann wird die auch durch dieses Blech so gehalten, dass die sich nicht nach unten wegdrehen kann. Seht ihr so? Jetzt habe ich das so. Jetzt ziehe ich doch mal die Handschuhe aus. Wegmachen. Stick drauf, Kamera auf den Stick, ausziehen. Oh Junge, ja, da sollte man vielleicht nicht im Stadtverkehr
Stadtverkehr, Straßenverkehr machen. Ich mach's ja schon mal an. Wie mache ich das jetzt? So, oder? Wie so eine Antenne. Und das hält jetzt. Digga. Ich hab so einen weg, ne? Ich hab so hart einen weg. Rechten Spiegel gehe ich jetzt mal auf die Kamera. Dann habe ich die so ein bisschen im Auge. Boah, Leute, wie schön, ne? Oh. Paradiso, Paradiso. Martin Kindergarten. Nicht St. Martin, sondern nur Martin. St. hatten wir heute nicht mehr. Roller? Wie klein möchtest du sein? Zip, ja. Hold up, place go wild when I pull up. They all on me like I want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. Transactions, eject my papers and stack them.